Ja, Thema Supplements. Sehe ich sehr oft hier Kreatin, die Frage. Protein, Kreatin. Supplements an sich. Wie wichtig für den Muskelaufbau? Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Freunde, es gibt drei Säulen. Ja, also wir haben Training mit Trainingsplan, Übungen, richtige Satzpausen, richtige Ausführungen, Hypertrophie und so weiter. Dann haben wir Ernährung, ja, 1,5 bis 2 Gramm Kilogramm Protein auf pro Kilogramm Körpergewicht, mehr im Defizit, das 1,5 eher beim Masseaufbau, dann Kalorienüberschuss, Kaloriendefizit, die ganzen Dinger. Und dann haben wir noch Regeneration. Ja, kann man sagen, Superkompensation, also sprich einfach, dass das Ganze sich wieder gut erholen kann, Regenerationszeiten einhalten, Sauna, Eisbad, all die Sachen. Und Supplements sind einfach nur Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, nur ein kleiner Teil der Ernährungssäule sind Supplements. Und auch nur dann, wenn wir es nicht schaffen, was aber das Ziel sein sollte, mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung das abzudecken. Nur dann werden Supplements ein Teil dieser Säule. Außer jetzt zum Beispiel Vitamin D, wo man sagt, okay, im Winter wird es schwer werden, hier jetzt genügend Vitamin D zu tanken. Ja? Dann kann man natürlich sagen, okay, macht sehr viel Sinn, braucht man nicht diskutieren, da kann man nicht mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung das jetzt so hinkriegen. Oder auch Kreatin zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man will jetzt 5 Gramm Kreatin am Tag reinschallern, könnte ich hergehen und jeden Tag 1 Kilogramm Rindfleisch essen. Da sind wir bei 4,5 Gramm Das würde gehen, ja. Kreatin. Würde gehen, aber ist es dann noch gesund und ausgewogen? Eher nicht. Deswegen kann man sagen, okay, Kreatin supplementieren macht auch Sinn. Oder sei es Protein, ja, mit den wichtigsten Aminosäuren mit dabei, ja, weil es einfach eine gute Bioverfügbarkeit hat, weil es schnell ist, weil es lecker ist, weil es einfach geht. Oder Omega-3, wenn ihr Fisch esst, oder Multiple-Z, wenn ihr sagt, okay, Vitamine, da ich esse viel zu wenig Gemüse, macht es schon alles Sinn, da zu supplementieren. Aber ich will nicht, dass der Eindruck entsteht da draußen, dass man ohne Supplements nichts mehr erreichen kann und keiner kann mehr ohne Supplements leben und jeder, der keine Supplements zu Hause hat, ist sowieso keiner, der Fitness macht. Und das finde ich, geht ein bisschen in die falsche Richtung, jetzt hier auf Social Media vor allem, meine Meinung, und ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich sehe es grundsätzlich auf jeden Fall genauso. Supplements können Sinn machen, um Sachen zu optimieren. Wie gesagt, Kreatin, da gibt es mehr als genug Studien, die zeigen, dass das in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall Sinn macht und für einige Menschen offensichtlich auch darüber hinaus. Das ist richtig. Bei Protein ist ein Supplement ja eigentlich eher nur eine Vereinfachung, weil man nicht dazu kommt, über den Tag regelmäßig zu essen und das einfacher ist, ne? Das ist ja ein normaler Nahrungsbestandteil. Das, was du meintest auch, ne, dass man, also Training und so weiter macht keinen Sinn ohne Supplements, das ist natürlich absoluter Quatsch. Über 90% seiner Gains bekommt man ohne die Supplements. Ne, das ist so. Die Frage ist, ob es irgendwann dann einen kleinen Unterschied macht, wenn man dann doch die Supplements nimmt. Und das hängt davon ab, wie man sich sonst ernährt. Und dann ist, was Vitamine und Mineralstoffe betrifft, da wird sich zwar vortrefflich die Köpfe eingeschlagen, wie viel man von den einzelnen Sachen jetzt wirklich braucht, aber relativ einig sind sich dort sowohl die Studienlage als auch die Expertenmeinungen, dass wenn man genug davon hat für den eigenen Körper, was unterschiedlich sein kann, ne? Dass es dann nichts bringt, es noch mehr darüber zu übertreiben. Also beispielsweise, das hatte ich auch in meinem Video über Testosteronbooster mit drin, beispielsweise, wenn man Vitamin D nimmt, zu wenig Vitamin D ist negativ für die Testosteronbiosynthese. Aber wenn man genug Vitamin D hat, bringt mehr Vitamin D nichts zusätzlich. Zu Genau. wenig Zink ist auch schlecht dafür, Am aber wenn meisten man Sinn genug macht es hat, sowieso nicht zu mehr. prüfen, ja, habe ich da einen Mangel oder nicht. Ja, das ist sowieso gleich vorne vorweg zu sagen, Ja, oder? und natürlich kann man jetzt nicht einfach mal random jeden einzelnen Nährstoff prüfen. Davon kann man jetzt auch nicht aus, dass das jeder einfach mal so macht. Und wenn, dann ist es nur eine Momentaufnahme. Außerdem. Wenn man so ein Multimineralstoff, Multivitamin nimmt, was nicht total überdosiert ist, ne? Also nichts, was irgendwie extrem große Mengen hat, wenn es nicht total überdosiert ist, wird man sich damit nicht schaden. Und wenn wir auf Nummer sicher gehen, Im kann man das. Schnitt wird sie sicher förderlich sein, sage ich, traue ich mir zu behaupten. Bei Vitamin D, jetzt im Winter bei vielen und bei Vitamine auch, wenn man sich so anschaut, was viele da draußen, wie der Ernährungsstil ausschaut bei Also bei vielen. Vitamin D bestimmt bei vielen, bei anderen, es kommt halt drauf an. Es wird wahrscheinlich niemanden Vitamin B6-Mangel haben. Ja, Du es trinkst einen kommt, Red Bull und hast halt die dreifache Tagesdosis drin, genau, ne? es kommt Also. ganz drauf an, ja, natürlich. Ja, so viel zu Supplements.
Supplements. Ja, es ist einfach wichtig, dass da nicht der Eindruck entsteht, dass es ohne Supplements nicht geht, sondern einfach die Wahrheit, nämlich dass Supplements Sinn machen können, aber nicht immer Sinn machen. Punkt. Und nicht nur, weil ihr in jeder Story seht, ja, nur Supplements seht, dass das heißt, das ist das Wichtigste. Viel wichtiger ist mal ein guter Trainingsplan, ein guter Ernährungsplan. Mhm. Das macht tausendmal mehr Sinn, bevor ihr euch damit beschäftigt, welche Supplements ihr nehmen sollt. Und das ist mal die Wahrheit und die muss man mal so sagen. Und genau unter anderem deswegen haben wir uns zusammengesetzt und ein sehr wildes Projekt auf die Beine gestellt mit einem riesigen Team. Auch ich bin dabei, auch Malte ist mit dabei und ihr findet auf der Seite saschuhr.de eine Interessensliste, da könnt ihr euch eintragen und da kostet nichts, dauert ein paar Sekunden und da werdet ihr euch bald freuen, was da auf euch zukommt und ihr werdet es nicht bereuen, euch da eine Liste jetzt eingetragen zu haben. Macht das am besten jetzt direkt. Bald sind wir schon 100.000, die sie eingetragen haben und ja, wir geben unser Bestes, damit wir da alle Lösungen für euch zugeschnitten hinbekommen. Mehr darf ich nicht verraten. Ja, aber so viel jetzt mal zu dem Thema und in diesem Sinne, schauen wir mal weiter. Was aber, wie gesagt, nicht heißt, soll, dass Supplements keinen Sinn machen. Und ja, ihr wisst ja, in dem Sinne, was passiert, wenn man perfekt trainiert, aber die Ernährung komplett vernachlässigt? Also Ernährung vernachlässigen, generell jetzt auch die Makronährstoffe komplett vernachlässigen. Komplett vernachlässigen ist natürlich scheiße. Ja. Der ist richtig scheiße. Ich habe Jahre, auch am Anfang ein, zwei Jahre trainiert, jeden Tag im Gym. Wahrscheinlich war ich auch im Übertraining, aber egal. Ich habe jeden Tag trainiert, weil ich so motiviert war, habe ich aber null mit der Ernährung beschäftigt und war nie im Überschuss und immer im Defizit. Und ich habe in den zwei Jahren gefühlt sogar abgenommen, obwohl ich eigentlich aufbauen wollte, weil ich natürlich, weil ich so viel trainiert habe, noch mehr Kalorien verbrennt habe. Ja, also der Leistungsumsatz war noch höher. Das heißt, es war komplett scheiße. Und da verlierst du so viel Zeit. Also einfach ins Training zu gehen und die Ernährung komplett zu vernachlässigen, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Da würde ich vorerst hergehen und sagen, da schraube ich die Trainingszeiten zu 80% runter und nutze die Zeit lieber, um mich richtig zu ernähren. Du hast viel mehr davon. Ja, allerdings muss man auch noch mal dazu sagen, wenn man einfach gar nicht auf die Ernährung achtet und sich dann normal mittelschlecht ernährt, man ist ernährt sich ja trotzdem irgendwie, und nicht trainiert, untrainiert meine ich, ne, da wird man ein paar Muskeln aufbauen. Wenn man sich perfekt ernährt und nicht trainiert, wird man kein Gramm Muskeln aufbauen. Ja, das stimmt. Also man darf jetzt auch nicht, das merkt man ja manchmal aus, ne, dem Motto 80% Ernährung, das ist natürlich auch wieder Quatsch. Ne? Ja, das stimmt, aber es entsteht trotzdem, ich finde da draußen ist eher der Eindruck, ich gehe jetzt trainieren und baue Muskeln auf. Mhm. Bei 80% denken nur Fitness und Training sind einfach ins Gym gehen und pumpen, dann wird der Rest wird schon klappen, weil irgendwas esse ich ja. Ich finde das deswegen so plakativ wichtig zu erwähnen, dass die Ernährung so eine große Rolle spielt, weil ich es erstens nicht bei mir selbst gesehen habe. Ja? Also was passiert, wenn du viel zu wenig isst und gar keine Proteine abdeckst und trotzdem jeden Tag ins Training gehst, dass das für den Muskelaufbau sowas von schlecht ist. Vor allem du bist im Defizit, ballerst noch eine Einheit raus und isst nichts dazu. Das macht so wenig Sinn. Deswegen, ich mag das auch nicht prozentuell aufzuteilen, aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass beides fundamental wichtig ist. Ja? Und bevor ich jetzt, wenn du jetzt sowieso richtig trainierst und 6, 5 Einheiten die Woche machst, mach eine Einheit weniger und schau lieber dafür die ganze Woche auf die Ernährung, macht viel mehr Sinn. Okay,